dem Kunstmarkt wird zeitgenössische Kunst hoch gehandelt. Doch was lässt sich alles als Kunst verkaufen? Verkaufbar ist prinzipiell eh alles. Galeristen sind die Vermittler zwischen Kunstmarkt und Künstler. Ich schätze, dass es so an die 7.000 bis 8.000 Künstler sind, davon leben können, sag ich mal, also vielleicht 200. Deren Kunstobjekte oftmals in urbanen Galerien ausgestellt werden. Wenn an einem Ort wenig Galerien sind, das bringt eine gewisse Leere. Ja. Es kann nicht nur der Offspace sein oder nur ein, zwei Museen. Wir haben da draußen einen Würstelstandl und für mich ist Kunst oder Kultur ein Lebensmittel. Das täglich Brot der Galerien ist das Geschäft mit der Kunst. Was ist Kunst wert? Überschätzen wie unterschätzen gab es immer. Schließlich ist nicht nur die Kunst, sondern auch der Kunstmarkt frei. Dieses Bild kostet 450.000 Euro und ist so, dass ich ein Angebot für 350 abgelehnt habe. Und beinahe jeder Galerist ist auch Kunstsammler und Kunstliebhaber. An den Moment, wo ich das erste Bild von Gottfried Hellmann gesehen habe, kann ich mich sehr gut erinnern, weil da hat es mir ein bisschen die Gänsehaut aufgezogen. Kunst sollte imstande sein, eine emotionale Reaktion hervorzurufen. Und so manch langjährigem Galeristen wurde schon prophezeit. Du wirst wahrscheinlich in der Galerie sterben. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich sage das immer ganz ohne Eitelkeit. Ich habe nichts anderes gelernt und es macht mir unheimlich Spaß. Der Handel mit zeitgenössischer Kunst boomt in Österreich. Auf Messen, in Auktionen und nicht zuletzt im Kunsthandel. Kunsthändler und Galerien präsentieren sich gerne auf Kunstmessen ihren potenziellen Käufern. Hier trifft so mancher Galerist aber auch auf die Meinung von Kritikern der zeitgenössischen Kunst unter dem Motto: Kunst kommt von Können. Ein Originalzitat Arnulf Reiners, als man ihm gesagt hat, das kann ja mein Enkel auch, hat der gesagt: Gratuliere zum Talent ihres Enkels. Die Branche hat offensichtlich weder Nachwuchssorgen noch wirtschaftliche Probleme. Der internationale Markt für zeitgenössische Kunst funktioniert prächtig. Natürlich hat sich in den letzten Jahrzehnten hier tatsächlich in manchen Bereichen ein Marktsegment entwickelt. Mit Messen, mit einer ganzen Szenerie, wenn man so wieder ein riesiger Trost, der um den Erdball zieht. Und dieses Investment dort hinein hat halt zum Teil weniger eben mit dem Gefallen und Auseinandersetzung zu tun, sondern bekommt das Ganze dann durch eine Wertanlagenkomponente. Der Schlüssel zum Erfolg liegt dabei im richtigen Einschätzen des Marktpotenzials. Zeitgenössische Kunst ist im Prinzip, wenn man entsprechend warten kann, so nachhaltig wie Kunst immer war oder auch nicht. Christian Eisenberger arbeitet als bildender Künstler in Wien. Er überlässt es dem Zufall, ob seine Kunstwerke im Müll oder auf dem Kunstmarkt landen. Verkaufbar ist prinzipiell eh alles. Und der Kunstmarkt, der schluckt auch am liebsten eigentlich so. Wenn jemand am Start ist und die alle sagen, boah, das kann man nicht verkaufen, bam, bam, bam. Aber es gibt dann immer wieder die Fälle, dass genau das dann genauso geschluckt wird, auch wenn es kapitalistisch kritisch, die Arbeit kapitalismuskritisch ist, wird es genauso gekauft. Ja? Weil die Leute, die wirklich mit diesem Kapital eben hantieren, wollen ja manchmal auch verarscht werden und finden das eh geil, auch weil sie selber eben auch im Konflikt sind, wahrscheinlich mit ihrem Job. Natürlich schaut man, dass man Strom, Gas, Miete zahlen kann, aber es geht schon. Galerist Philipp Konzett sorgt unter anderem dafür, dass Christian Eisenberger Objekte ihren Markt finden. Was eine ganz typische Eigenschaft ist, zum Beispiel beim
Christian ist das, dass er eigentlich, er kann nicht stillsitzen. Er muss immer arbeiten, also er arbeitet permanent. Sozusagen, wenn Leute da sind, was er macht, wenn keine da sind, weiß ich nicht. Es ist keine rationale Kunst. Man kann es jetzt nicht erklären, dass das gute Malerei ist oder so, weil es ja gar keine ist. Die Bilder malen sich selbst und man sieht auch, dass er da einmal dort was macht, da was macht, schüttet ein bisschen Farbe drauf, schaut, was passiert, zieht das Plastik ab. Und das sind alles Methoden, die er so entwickelt hat. Ich bin schon wieder fertig da, jetzt wäre ich wieder darüber gegangen. Das sind die typischen Rinnbilder. Was wird das irgendwie? Sind das Experimente oder mit den, wieder mit dem Klebeband? Das ist ja auch ein Material, das du immer verwendest. Was wird das werden? Das sind Aufkleber. Mhm. Werden die dann runter oder bleiben die drauf? Die kommen da runter und werden auf andere Bilder raufgeklebt. Mhm. Und dann werden die Klebebänder abgezogen und die Farbe bleibt auf den Leinwänden oder Papieren haften. Wie ein Pickel. Mhm. Malerei von hinten. Das ist ja jetzt schon eigentlich fast eine Skulptur, Klebebandskulptur. Einige Künstler haben immer schon behauptet, Kunst macht sichtbar. Ja. Aber ich kann es natürlich unsichtbar machen, indem ich es einfach unsichtbar mache. Könnt ihr auch. Das ist ja auch, ja. Eine Skulptur, mit der der Christian da lang gearbeitet hat, das ist so, dass hier ist die sogenannte Haarskulptur, das ist, sind von einem Friseur, einem bekannten Friseur in Wien, sozusagen hat er die Haare gesammelt, also die Abfälle wiederum von einem Friseur, die er dann mit Klebeband macht. Dann habe ich nämlich mich selber auch einmal komplett in Klebeband, das sieht man drüben, einkühlt, ja, so als, weil ich die Figuren schon einkühlt habe, habe ich mir gedacht, das kann ich mit mir selber auch machen. Und jetzt, Jahre später, greife ich wiederum aufs Klebeband zurück und jetzt eben sowas wie Pinselersatz. Jetzt ist der Pinsel, oder das Klebeband ist sozusagen der Pinsel geworden, so transformiert sich das Klebeband immer weiter. Ja, ich suche halt verschiedene Wege, halt, wie man Bilder macht, die ich so noch nicht gesehen habe. Mittlerweile hat sich auch Christian Eisenberger seinen Platz auf dem Kunstmarkt erarbeitet. Und so steigen auch bei diesem Künstler die kommerziellen Begehrlichkeiten. Will der Galerist was kaufen? Weil was tut der Galerist beim Künstler? Der will natürlich Geld vorbeibringen, oder? So. Das ist doch immer das klassische Thema. Wollen Sie was kaufen, Herr Konzert? Selbstverständlich. Direkt ab Hof. Diesmal hat der Kunsthändler zwar nichts angekauft, ein anderes Bild von Eisenberger wird in der Wiener Innenstadtgalerie von Philipp Konzett aber bereits angeboten. So ein Bild kostet heute 28.000 Euro. Der Markt entwickelt sich ja ohne den Künstler und auch ohne den Galeristen. Der Galerist setzt einen Preis fest, wenn er ihn bekommt, dann hat er den richtigen Preis. Und das war bei Eisenberger immer. Die große Leidenschaft von Philipp Konzett gilt den Wiener Aktionisten. Früher als Ferkelei und Dreck beschimpft, ist der Wiener Aktionismus mittlerweile auch auf dem Kunstmarkt ein Faktor. Hier ist 1964 etwas passiert, wo praktisch Otto Mühl, Günter Brus sich ganz konkret von der Malerei absetzen und nur mehr mit dem eigenen Körper für die Fotografie ihre Aktionen machen. Dieses Alleinstellungsmerkmal ist nunmehr auch kommerziell verwertbar. Der Wiener Aktionismus war ja jahrelang in den 80er, 90er Jahren schwer verkäuflich. Es waren nur ganz wenige Sammler, die heute schon in einem Alter sind, wo jetzt sozusagen ein Generationswechsel stattfindet und diese wichtigen Werke des Wiener Aktionismus wieder auf den Markt kommen. Man nehme an, ein Schüttbild von Hermann Nitsch in 1 Meter mal 80 Zentimeter von 1962 kostet 250.000 Euro. Wenn es aus den 80er Jahren ist, wo natürlich das Bild fast für viele Leute ähnlich aussieht, kostet es ungefähr 40.000 bis 50.000 Euro. Also es ist schon eine große Preisspanne. Es ist auch eines hier in der Ausstellung wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich. Es ist das früheste gemalte Ringbild von 1960 von Nitsch. Ist in fast allen Büchern und in den letzten Jahren in allen Ausstellungen immer präsent gewesen und hängt hier in der Ausstellung. Dieses Bild kostet 450.000 Euro und ist so das
ich ein Angebot für 350 abgelehnt habe. Und da ist auch so, dass vergleichbare Werke schon um 450.000 Dollar voriges Jahr verkauft wurden. Hier muss man auch noch sagen, dass Österreich auch in dieser Klasse, muss man sagen, preislich immer noch an einem extremen unteren Level anzusiedeln ist, weil es ja international bei den Künstlern der gleichen Generation durchaus wesentlich teurere Preise, also die schon weit über die Million hinausgehen oder mehrere Millionen wert ist. Es wird auch beim Wiener Aktionismus eine unheimliche Nachhaltigkeit da sein, weil es ja nur eine beschränkte Anzahl an diesen Bildern gibt. Galeristen stehen auch im Wettbewerb zum Sekundärmarkt der Auktionshäuser. Es gibt eine gute Aussage von einem sehr reichen Galeristen, der bei einer Auktion einmal gesagt hat, naja, aber die Auktionshäuser sind ja unglaublich viel Konkurrenz für sie. Da gibt es ja Leute, die kaufen da um 100 Millionen bei einer Auktion. Daraufhin sagt er, schauen Sie, das ist zwar richtig, dass das stimmt, aber Sie müssen immer bedenken, da waren zwei andere Bieter, die haben das Geld noch. Ja? Das heißt, es ist so, jetzt ist ja ein Milliardär zwar seine 100 Millionen los, hat ein Bild, das er mit nach Hause nimmt, aber es sind zwei andere Milliardäre, die haben das Geld noch eingesteckt und die wollen sie auch ausgeben. Ginge es nach Konzett wohl am besten in einer Galerie. Doch nicht alles ist käuflich. Dieses Bild von Arnulf Rainer ist unverkäuflich. Es sind mir schon hohe Summen geboten worden, weil man kann sich vorstellen, das ist ein Weltklassebild mit historischem Hintergrund und das ist sehr begehrt. Wie viel ungefähr? Schauen Sie, das ist jetzt relativ. Es ist so, es gibt, auch wenn es mehrere Millionen wären, werde ich nicht schwach. Paris. Anziehungspunkt für die Kunstwelt. Der österreichische Kunsthändler Ernst Hilger erlebt hier seinen 47. Frühling als Galerist. Na, Frühling in Paris im Grand Palais, das ist sicherlich die zweitwichtigste große Messe in Frankreich. Wir sind jedes Jahr die Woche vor Ostern hier, nicht nur weil ganz tolles Publikum da ist und weil die Location einmalig ist im Grand Palais, sicher der schönste Ausstellungsort Europas, sondern auch weil in zunehmendem Maß immer bessere Galerien kommen und auch immer besseres Publikum. Bei dieser Art Paris zeigten knapp 150 Galerien aus 53 Ländern der Welt eine aktuelle Werkschau der zeitgenössischen Kunst mit Schwerpunkt Afrika. Für Ernst Hilger ist es Pflicht, hier mit dabei zu sein. Seit knapp 5 Jahrzehnten ist der Wiener eine Art internationales Aushängeschild der heimischen Galeristenszene für zeitgenössische Kunst. Ernst Hilger hat mehr als 1000 Ausstellungen organisiert und inszeniert. Als österreichische Galerie ist man einfach gezwungen, um mitzusprechen, sehr viel unterwegs zu sein. Im Jänner bin ich meistens in Singapur, und dann kommt Italien, dann kommt Frankreich. Im Spätfrühling jedes zweite Jahr die Biennale in Venedig. Und wenn nicht die Biennale, dann New York. Und im Juni ist meistens die Zeit für Basel. Mein größter Eindruck war, wie ich 1971 das erste Mal auf der Art Basel war. Das war für mich insofern toll, weil ich bin ja nicht so wie heute total vorher vorgebildet mit Kuratorenseminar und allem, das gab es ja alles nicht. Sondern ich war ganz baff, dass man das alles kaufen konnte. Das waren lauter Kunstwerke, wo ich mir gedacht habe, die hängen nur im Museum. Und das hing alles darum. Das war auch die Zeit, natürlich der Höhepunkt, wo sehr viel klassische Moderne überall hing. Bis Mitte der 80er Jahre gab es ja auch noch relativ viel klassische Moderne. Inzwischen ist das ja sehr ausgedünnt. Ich bin jetzt im 47. Jahr meines Galeriedaseins. Das heißt, ich bin ein alter Galerist, aber in Wirklichkeit mit der Kunst bleibt man immer jung. Und up to date. Hilgers Kunsthorizont reicht weit über seine eigene Galerie hinaus. Ah,
praktisch wiederentdeckt und heute in den großen Museen überall zu sehen. Bernard Buffet, wenige Jahre nach seinem Tod wieder der Superstar des Kunstmarkts. Bilder bis zu mehreren Millionen. Bernard Buffet ist natürlich für mich längst außer meinem Budget. Viele Jahre war er von den Leuten nicht geliebt und wurde eher abgelehnt. Also es wird immer wieder Spätentdeckungen geben. Es gibt ja viele Künstler, die sehr spät entdeckt werden. Das Grand Palais rundherum blüht alles und das ist auch gut für die Kunst. Das ist eine Aufbruchsstimmung. Das Jahr beginnt und für uns ist das wunderbar. Wir gehen ja dann im Jahr, in der Woche danach nach Salzburg. Da ist dann wieder sehr österreichisches Publikum. Aber hier ist für uns spannend, weil wir viele, viele Freunde, wir kommen ja seit 81 zu den Messen nach Frankreich. Und jetzt gehen wir, das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Galerie in Spanien. Bei der Galeria Juana de Aizpuru stößt Hilga auch auf österreichische Kunst. Das ist übrigens auch, die führt übrigens auch den Helmut Sobernick, einen österreichischen Künstler. Das ist eine Arbeit von ihm hier. Auch diese Arbeit ist von ihm hier. Die hat auch ganz früh schon Franz West und andere Österreicher gezeigt. Wir haben von den Künstlern, die hier bekannt sind, nicht so viele im Programm. Und wir haben vor 2 Jahren eine große Damisch-Präsentation gemacht und vor einem Jahr einen großen Dorfer. Und heuer haben wir gesagt, wir konzentrieren uns auf unsere afrikanischen Künstler, weil auf 70 Quadratmeter kann man nicht. Man kann immer nur einen Teil des Programms zeigen, nicht? Ich finde die Galerien unermesslich langweilig, die jedes Jahr dasselbe zeigen. Und ich mache ja vor allem meinen Betrieb, weil es mich unterhalten soll und weil ich erfreut haben soll dran. Und was genau bereitet dem Kunsthändler Freude? Das ist sicherlich der Beruf, wo man vom Concierge bis zum Generaldirektor, bis zum superreichen Investor alle kennenlernen kann. Auf einer ganz gemütlichen Art und Weise. Ich war jetzt in New York bei einem Sammler von mir seit Jahr und Tag. Der wohnt da in Greenwich draußen auf 50.000 Quadratmeter mit 2.500 Quadratmeter Haus. Das ist ganz ein netter Mensch, der lebt da ganz allein. Seine Kinder sind verreist. Und er hat sich überlegt, ob er einen Radlischka kaufen soll oder ein Haus am Komosee. Das ist natürlich lustig. Also ehrlich gesagt, wir haben natürlich eine Reihe von Fällen gehabt, wo die Leute unglaublich reich geworden sind. Ich habe nichts mehr gehabt davon. Aber wir haben viele Dinge, gerade in den 90er Jahren, haben wir sehr viele Dinge ausgestellt, die damals sehr preiswert waren. Und da gibt es einige Leute, ganz berühmte Leute, die dann wirklich systematisch Millionen verdient haben damit. Aber die, die nichts verdient haben, haben sich auch nicht beschwert, weil ich habe ihnen immer erstklassige Qualität zu einem erstklassigen Preis verkauft. Ein guter Deal, wie man so schön sagt. Und wann ist nach 5 Jahrzehnten Kunsthändler-Dasein Schluss? Mein Geschäftspartner hat das einmal ganz richtig formuliert. Er hat gesagt, du wirst wahrscheinlich in der Galerie sterben. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich sage das immer ganz ohne Eitelkeit. Ich habe nichts anderes gelernt und es macht mir unheimlich Spaß. Der Wiener Bernard Ammerer hat sich während seines Jus-Studiums dazu entschlossen, seiner Berufung nachzugeben und den Beruf des Künstlers zu ergreifen. Der Wunsch, dass ich das mal überhaupt probiere, beruflich, also professionell, das ist eben relativ spät gekommen, während meinem ersten Studium. Auch wenn ich mich da schon viel mit Kunst beschäftigt habe, aber eigentlich mir lange nicht überlegt habe, dass man das eben auch als Beruf vielleicht probieren könnte. Ammerer gehört zu jener jungen Generation Künstler, die sich auch mit dem Thema Selbstvermarktung beschäftigt. Ich habe vor kurzem mal gehört, dass es, ich glaube in Holland war das auf einer Kunsthochschule, Belgien, da gibt es sogar Kurse, wie man sich als Künstler am besten dem Kunstmarkt entsprechend vermarktet.
Wenn ich lese, dass ein, ich weiß nicht, 24-Jähriger jetzt Hausnummer 200.000 kriegt für seine Bilder und er ist seit eineinhalb Jahren am Markt, dann fragt man sich schon irgendwie, ob das Sinn macht. Aber ehrlich gesagt, die Eifersucht hält sich da bei mir eigentlich in Grenzen. Trotzdem plagen gerade junge Künstler oft Existenzsorgen. Es ist auch ein Thema unter Freunden und Kollegen, immer dieses finanzielle Thema, kann man davon leben einmal oder nicht? Braucht man einen Nebenjob oder nicht? Hat man eine Galerievertretung? Bernard Ammerer hat mit Peter Frey einen Galeristen gefunden. Warum hat Frey sich für den jungen Künstler entschieden? Das ist eine schwierige Frage selber zu beantworten. Er hat mir das selber nie gesagt. Das war auf der Universität für angewandte Kunst am Kokoschka-Platz. Ich kam eigentlich wegen einem anderen Künstler, um den mir anzuschauen auf Empfehlung und habe dann die Arbeiten von Bernhard gesehen. Das systematische Scouting neuer Kunsttalente gehört zum Beruf des Galeristen. Ich muss das oft vergleichen, auch mit Sport oder in dem Fall auch Fußball, weil man wirklich auch Talente aufbaut. Es gibt Talente, die dann auch leider es nicht schaffen, Riesentalente oft, weil ihnen vielleicht die Einstellung fehlt oder auch das Glück vielleicht auch das Entdecktwerden. Es sind so viele Faktoren, die zusammenspielen. Ammerers Bilder werden in der Wiener Innenstadtgalerie von Peter Frey vermarktet. Als Kunsthändler ist es wichtig, das richtige Gespür für die Auswahl geeigneter Künstler zu haben. Ich schätze, dass es so an die 7.000 bis 8.000 Künstler sind, die in Österreich sich als Künstler titulieren oder das als Beruf angeben. Und dann gibt es natürlich viele, die das so halb-halb machen oder einem Beruf nachgehen und nebenbei noch als Künstler tätig sind. Aber wirklich hauptberuflich und davon leben können, sage ich mal, also vielleicht 200. Und wie viele werden ihren Platz in der Kunstgeschichte bekommen? Wenn man ehrlich ist, könnte man das erst richtigerweise in 10 Jahren beantworten oder vielleicht in 50 Jahren. Also es wird natürlich etwas bleiben, es werden auch Sachen verschwinden, das ist ganz klar. Es gibt viel Kunst, ich sehe auch sehr viel Kunst, wo ich mich frage, was wird das in 5 Jahren noch für eine Wertigkeit haben? In dem Fall, sage ich mal, ist das so eine zeitlose Kunst hier von Roberto Almagno, die wirklich auch noch in 10, 20, 30, also in Jahrzehnten noch funktionieren wird. Und welchen Preis hat gute Kunst? Es gibt auch natürlich sehr viel gute Kunst, die leistbar ist. Hier jetzt vor dieser Ausstellung von 8.000 bis 70.000 Euro, das ist aber schon eine der teureren Ausstellungen. Es gibt schon einen Markt in Österreich, der natürlich auch umkämpft ist, das ist ganz klar. Auch da gibt es viele, viele Ausstellungen, viele Galerien und die Käuferschicht ist natürlich irgendwo mal begrenzt. Umso schwieriger ist es für einen jungen Künstler wie Bernard Ammerer, auf dem Markt zu reüssieren. Ammerer liegt jetzt eben so bei zwischen 5.000 und 15.000 eben. Und also so ganz klassisch, wie es auch für sein Alter, glaube ich, passt und ist nicht überzogen. Mit Kunst sind Vernissagen für Galerist und Künstler nach wie vor ein wichtiges Verkaufsinstrument. Lustigerweise bin ich eigentlich immer schon erleichtert, bevor es eigentlich losgegangen ist, der Abend. Also wenn die Bilder hängen und ich mit der Hängung zufrieden bin, dann war es das schon fast für mich. Herzlich willkommen zur Eröffnung der heutigen Ausstellung von und mit Bernard Ammerer, Highly Unreal. Die reale Begegnung mit Kunst ist für den Verkauf von Kunstwerken selbst im gegenwärtigen virtuellen Zeitalter immer noch wesentlich. Also der Künstler will die Menschen berühren. Ich will die Menschen berühren, glaube ich. Ja. Also eine Emotion auslösen, ihnen irgend sowas geben. Ja.
Verkaufen ist wichtig, natürlich. Das ist immer die finanzielle Frage, aber in erster Linie bin ich froh, wenn die Leute die Ausstellung nicht unberührt verlassen, belanglos. Ich denke schon, dass der Kunstkauf schon wichtig ist, dass man das einmal live sieht. Es laufen laut Studien angeblich schon bis zu 20% einfach nur online. Also es ist sicher auch eine Zukunft, aber im Großen und Ganzen will der Sammler oder der Kunstliebhaber das schon dann auch mal live sehen. Die allzu offensive Auspreisung von Kunst wird meist vermieden. Warum eigentlich? Wir haben eine Preisliste, die kann sich jeder holen. Ist auch kein, kriegt auch jeder, das ist kein Problem. Und ich finde es halt schöner, wenn es reduzierter ist. Das sind einfach nur nummerierte Bilder, als wenn man jetzt alles direkt dazu schreibt. Auf Messen ist es so, dass wir es auch nicht auspreisen, das machen manche. Ich denke halt, wenn sich jemand für ein Kunstwerk interessiert, dann fragt er dann nach dem Preis. Wenn der Preis dann zu hoch oder zu niedrig ist, dann ist er das so oder so. Aber ich komme schon mal vielleicht mit ihm ins Gespräch. Der persönliche Kontakt zum Künstler und Galeristen ist auch für so manch langjährige Kunstkäuferin ausschlaggebend. Für Kauf oder Nichtkauf. Da bin ich sehr streng und sehr, sehr altmodisch. Ich finde, ohne Galerie gibt es keine Künstler. Ich weiß schon, dass man mit Selfies und Internet, aber das ist nicht meine Welt. Und es tut mir wirklich leid, wenn Leute sozusagen zwar sich in der Galerie anregen lassen, aber dann nicht in der Galerie kaufen. Im Fall von Werner Ammerer hat sich die mühsame Aufbauarbeit eines jungen Künstlers für den Galeristen ausgezahlt. Im Laufe von 10 Jahren ist der Preis halt sukzessive gestiegen, wo er heute ist. Also das war nie Spekulation dabei, das war nie Angebot und Nachfrage. Im Endeffekt kann man von 5% Preissteigerung jährlich im Schnitt fast rechnen bei ihm. Und das ist, glaube ich, besser als manche andere Investitionen, aber immer relativ oder spekulativ. Zeitgenössische Kunst trifft auf alte Gemäuer. Im Schloss Karlsdorf im steirischen Ilz bei Graz wurde dieser spannende Dialog Wirklichkeit. Herbert Brandl, Erwin Bohatsch, Erwin Wurm, Franz West. Sie und andere haben die Einladung gerne angenommen, diese Räume künstlerisch zu bespielen. Wir haben hier Events und One-Night-Exhibitions. Das kommt, wie man so schön sagt, sehr gut an und ist auch sehr ungewöhnlich. Wer hat schon eine Ruine mit ein paar hundert Quadratmetern? Für den Kunsthändler Helmut Reinisch ist der Handel mit zeitgenössischer Kunst mehr als nur ein Business. Deswegen hat er als Kurator das Schloss Karlsdorf künstlerisch weiterentwickelt. Erstens hat zeitgenössische Kunst, wie man da hier sieht, oft große Formate. Und es war die ganz fantastische Chance, in einem über 3000 Quadratmeter großen Haus, das eine Ruine war, Lofts hineinzubauen, beziehungsweise Räume, die dem gerecht werden, A, der modernen Kunst, aber vor allem auch der Gedanke, diese Verbindung zwischen alt und neu. Wir sind jetzt da im Bereich 1530 und auch damals waren schon Gebäude dieser Art Drehscheiben für Kultur, auch Kunst. Wenn das richtig inszeniert ist und überlegt ist, geht es sehr gut zusammen. Ich war gerade im Castello di Rivoli in der Nähe von Turin und da sind sehr viele raumbezogene Arbeiten, auch ein altes Schloss mit zeitgenössischer Kunst. Also die Idee ist ja nicht ganz neu und also ich finde das meistens sehr angenehm. Es ist halt eine Gratwanderung, also es kann auch kippen, ja? Also wenn man das zu viel ausreizt. Aber ich finde, es funktioniert gut. Raum für Kunst zu schaffen, aber keinen Skulpturengarten zu kreieren, das ist das Credo von Helmut Reinisch. Das ist zum Beispiel Herbert Brandl. Natürlich ganz fantastisch auf einer gekalkten Wand, die also nicht wie ein neu lackiertes Hutschpferd glatt ist, sondern all diese Schattierungen hat, die wir kennen. Oder hier klassische Arbeiten von Erwin Bohatsch. Er hatte, wie Sie wissen,
eine große Ausstellung in der Albertina im Vorjahr mit 600 Quadratmeter und 7 verschiedenen Werkgruppen. Erwin Bohatsch ist der Meister des Understatements. Wie weit kann ich mit dem Weglassen gehen? Also das hat mich interessiert, also diese totale Reduktion, die Wahrnehmung zu schärfen, indem man Kontraste wegnimmt und sich die Frage stellt, wie weit ist Malerei noch als Malerei lesbar? Man muss eben wirklich aufpassen, dass man nicht vorbeigeht. Und wann hatte der Galerist sein Erweckungserlebnis für zeitgenössische Kunst? Naja, zum Beispiel, dass man ein Foto kauft, so wie wir es drüben gesehen haben, wo letztlich jeder sagt, das ist ein sehr nettes Passbild und Porträt, aber vielleicht sieht man eben immer nur das, was man weiß, und mit einer klaren Definition kapiert man es auf der einen Seite und hat dann aber das Glück, dass einem was anderes nicht mehr gefällt, weil es halt sehr häufig getrimmt ist auf Dekoration, und das ist in der guten Kunst eigentlich selten bis gar nicht der Fall. Das Schloss bietet dem Galeristen auch ein erweitertes Präsentationsfeld für textile Kunst. Archaische Urteppiche in einer sehr reduzierten Form, wie wir es auch mittlerweile 2.000-3.000 vor Christus kennen. Und das wiederum hat Künstler wie Franz West, Erwin Wurm, Bohatsch, Brandl, Schmalix, Anton Betz interessiert, und da gab es dadurch sehr früh einen Austausch. Die künstlerische Spielwiese ist das eine. Das Geschäft mit der Kunst wird aber woanders gemacht. Die Kulturstadt Graz. Hier hat sich Helmut Reinisch am Hauptplatz der Stadt mit seiner Galerie positioniert. Warum muss es mitten im Zentrum sein? Die Erklärung logischerweise, dass man in der besten Lage allein durch die Auslage Käufer findet und jemand, der auch hier auf Besuch ist oder ins Konzert geht, dann etwas sieht, ist also der wirtschaftliche Aspekt. Der andere ist der, wir haben da draußen einen Würstelstandl, und für mich ist Kunst oder Kultur ein Lebensmittel, und es soll jeder die Möglichkeit haben, jeder Sammler, jede Hausfrau hereinzukommen und zu sagen, was ist das, was kostet das. Die Lage der Galerie ist auch ein Statement, mit den Grazer Kunstinstitutionen mitzuhalten. Günter Holler-Schuster, Sammlungskurator der neuen Galerie Graz, hat keine Berührungsängste. Ich glaube, man muss verstehen, dass der Handel die Kunst natürlich positiv unterstützt. Jetzt kann man aus kritischen Überlegungen dem Handel alles Mögliche vorwerfen. Da gibt es Klischees ohne Ende. Einiges davon ist sicher richtig, anderes könnte man widerlegen etc. Die Tatsache ist, wir leben in einem solchen, ja, von der Ökonomie sehr stark bestimmten System, auch in der Kunst. Das wirtschaftliche Interesse muss groß sein. Ja? Wenn an einem Ort wenig Galerien sind, das bringt eine gewisse Leere. Ja? Es kann nicht nur der Offspace sein oder nur ein, zwei Museen. Dementsprechend werden die Auslagen der Galerie wie andere Shoppingangebote in der City wahrgenommen. Impulskäufe inklusive. Da kommt jemand und sagt, in 10 Minuten geht mein Zug oder in einer Stunde mein Flieger. Ich wohne da um die Ecke in einem Hotel. Ich habe gestern Abend reingeschaut, was ist das und was kostet das? Und dann sagen wir, okay, Sie sind in München, wir nageln Ihnen das auch an die Wand. Wir liefern und montieren. Und dann kauft jemand um 25.000 ein schönes Aquarell. Die Galerie setzt aber nicht nur auf die großen Namen, sondern geht durchaus künstlerisch neue Wege und bringt beispielsweise Kunst aus dem Süden Afrikas nach Graz. Geschmack oder Kunst ist nicht primär eine Geldfrage, sondern in vielen Fällen, dass ich weiß, dass ich halt um ein paar tausend Euro schon etwas sehr Tolles bekommen kann. Mit 1.000, 2.000 Euro muss ich schon rechnen, auch bei einer Papierarbeit. 100, 150.000 ist natürlich auch möglich und kommt auch immer wieder vor. Aber ich sage einmal so, sowohl hier als auch auf einer Messe, wenn jemandem etwas gefällt und es kostet 20, 30.000 Euro
und er hält, auch wenn er überhaupt keine Ahnung hat oder auch den Künstler nicht kennt, eine Information, so ist es durchaus der Bereich, wo es unter Anführungszeichen ganz normal ist, zuzuschlagen. Auch das Stadtbild des ersten Bezirks in Wien wird unter anderem vom Kunsthandel geprägt. Denn im Dreieck zwischen Stephansplatz, Michaelerplatz und Albertina buhlen zahlreiche Galerien um die Gunst der Kunstkäufer. Die Galerie Kaiblinger setzt dabei auf zeitgenössische Kunst. Zeitgenössische Kunst verkauft sich sehr gut. Wir sind eben spezialisiert dafür. Hier habe ich natürlich auch meine speziellen Künstler, die ich sehr schätze. Allen voran Gottfried Hellenwein. Der österreichische Star der hyperrealistischen Malerei hat den ehemaligen Baumeister Kaiblinger einst sehr berührt. Ja, an den Moment, wo ich das erste Bild von Gottfried Hellenwein gesehen habe, kann ich mich sehr gut erinnern, weil da hat es mir ein bisschen die Gänsehaut aufgezogen. Erstens durch das Sujet, das Kind mit der Verletzung, mit den Bandagierungen. Andererseits auch mit dieser überzogenen hyperrealistischen Malerei. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich, das muss ich sammeln. So kam Kaiblinger vom Sammeln zum Handeln und wurde vom Baumeister zum Galeristen. Der Markenstar Hellenwein avancierte auch zum wichtigsten Künstler der Galerie. Also das ist der absolute Klassiker von Gottfried Hellenwein. Wie man sieht, ist das hier eine entstellte Maus, nämlich keine liebe, schöne, nette Maus, sondern eine bedrohliche, kaltschnalzige Maus. Und wer kauft so ein Bild? Entweder es sammelt jemand Gottfried Hellenwein, dann ist es ein Must-Have, oder er verliebt sich in das Sujet. Seit 20 Jahren widmet sich Siegfried Kaiblinger in seiner Galerie der zeitgenössischen Kunst und setzt dabei vorwiegend auf Künstler aus Österreich, wie den Niederösterreicher Robert Kabas. Robert Kabas ist ein stiller Künstler, auch an der Preispolitik. Hier muss ich sagen, leider. Und wir bewegen uns hier bei diesem roten Bild bei ca. 6.000 Euro und bei diesem hochformatigen Bild bei ca. 9.000 Euro. Also mir wäre es natürlich lieber, wenn die Preise ein bisschen höher werden, weil dann hätte der Künstler mehr in wirtschaftlicher Hinsicht und die Galerie auch mehr in wirtschaftlicher Hinsicht. Beim Wechselspiel zwischen den Erfordernissen des Kunstmarktes und den Möglichkeiten der Künstler muss der Galerist oftmals zwischen beiden Welten vermitteln. Hier sind auch wir Galeristen und Kunsthändler schuld, weil wenn was gut läuft, bitte lieber Künstler, machen wir noch eine Serie, machen wir noch eine Ausstellung, machen wir noch ein Buch. Das heißt, auch der Künstler ist manchmal ein Getriebener. Oft nicht selbst schuld, dass eine Überproduktion stattfindet. Andererseits ist man Geschäftsmann, man muss Umsätze machen, man will auch eine gewisse Selbstbestätigung. Der Künstler will eine Selbstbestätigung, er ist gefragt am Markt. Der Kunsthändler will eine Bestätigung, die Bilder dieses gewählten Künstlers kann man verkaufen. Und dementsprechend ist das eine Abfolge, man kann es auch umschreiben, der Fuchs beißt sich in den eigenen Schwanz. Die Werke von Gottfried Hellenwein bewegen sich circa ab 70.000 bis 80.000 Euro. Hier sprechen wir von einem Format von ca. 150 x 100 cm und reichen bei ca. 200 x 300 cm eine Marke von ca. 150 bis 200.000 Euro, je nach Sujet, auch je nach Alter. Gottfried Hellenwein ist natürlich meiner Meinung nach international der bekannteste zeitgenössische österreichische Künstler, wurde weltweit in Ausstellungen, in musealen Ausstellungen gezeigt, natürlich auch in Österreich, Lentos Linz, Albertina Wien, zu seinem 65. Geburtstag eine sehr, sehr große Schau, große Retrospektive. Unweit der Albertina gelegen, bekommt die Galerie auch oft Überraschungsbesuch von Hellenwein. Natürlich unangemeldet kommt der Gottfried oft zu uns in die Galerie. Und da freue ich mich und mein Team natürlich sehr, weil da kann man wirklich dann das eine oder andere abseits des
künstlerischen, geschäftlichen Geschehens dann ein bisschen auch plaudern, wo niemand zuhört. Gottfried Hellenwein überrascht gerne. Seit kurzem auch mit einer Schau in der Kärntner Kleinstadt Bleiburg, wo das Dorf zur Hellenwein-Installation zum Thema Kind wurde. Kunst sollte imstande sein, eine emotionale Reaktion hervorzurufen, also Leute zu berühren. Und zwar unabhängig von dem Bildungsgrad oder der Information, die Menschen in Bezug auf Kunst haben. So emotional impact, würde es auf Englisch heißen. Die Reaktion der Menschen auf seine Kunst ist für Hellenwein genauso wichtig wie das Kunstwerk selbst. Bei meiner letzten Ausstellung in der Albertina, wo an die 250.000 Menschen kamen, da hat der Direktor Schröder auch gesagt, er hat alle Größen der zeitgenössischen Kunst von Kiefer bis Richter gezeigt. Ich habe noch niemals eine Reaktion gesehen wie bei meiner Ausstellung, wo Leute vor den Bildern standen und geweint haben. Die künstlerische Auseinandersetzung mit den Themen Kind und Gewalt begleitet Hellenwein sein Künstlerleben lang. Was interessant ist jetzt in der Zeit der endlosen Vervielfältigung von Bildern, gerade durch die neuen Technologien, sind Jugendliche oder Kinder heutzutage überschüttet, überflutet mit Bildern des Tötens und Sterbens und Killens. Ja. Vor kurzem, seit den 80er Jahren, sind Kinder das erste Mal mit Maschinenpistolen in die Schule gegangen, mit dem Ziel, so viele Leute wie möglich zu töten. Und das ist neu. Das heißt, dass Kinder Massenmorde an Kindern begehen, ist neu in der Geschichte der Menschheit. Das hat es noch nie gegeben. Ja? Und ich denke, das ist ein deutliches Anzeichen für das Sterben einer Gesellschaft. Lange vor diesen Ereignissen hat Hellenwein mit seinen Bildern diese Themen bereits visualisiert. Ja, ich glaube, dass Kunst auch eine visionäre Kraft haben kann, wenn Sie bedenken, wie Huxleys Brave New World oder Orwells 84 längst von der Realität überholt wurde, zum Zeitpunkt, wo das völlig unreal klang. Sie sehen es immer wieder in der Kunst, dass Künstler auch bestimmte Sachen vorahnen oder sehen, bevor sie wirklich stattfinden. Damals wie heute reagieren die Menschen auf Hellenweins Kunst teils verstört. Also auch hier bei dieser Ausstellung gab es eine Anzeige, gleich am ersten Tag eine Anzeige wegen Pornografie. Die Polizei musste ermitteln und mit dem Direktor des Museums reden. Wenn Sie sich die Bilder genau anschauen, werden Sie merken, dass es auf meinen Bildern sicher nicht stattfindet. Was ich aber vorschlagen würde, dass man den Rechner des Anzeigers anschaut und seinen Computer durchgeht. Das wäre interessanter. Obwohl selbst ein Teil davon, sieht Hellenwein den zeitweise überhitzten internationalen Kunstmarkt der zeitgenössischen Kunst durchaus differenziert. Vor kurzem ist gerade ein Basketbild für über 100 Millionen verkauft worden. Das hat natürlich überhaupt nichts mit dem Wert der Kunst zu tun, das ist etwas völlig anderes. Damien Hirst, also jemand, der es wissen muss, hat ja gesagt, dass Kunst und Kunstmarkt zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Deshalb, beim Kunstmarkt geht es ums Geld, bei der Kunst geht es ums Leben. Das war einer der wenigen Sätze, die Damien Hirst gehört, die wirklich gut sind und Hand und Fuß haben. Und was wird von der zeitgenössischen Kunst bleiben? Es ist sicher so, dass ein riesiger Haufen an Wichtigtouren ununterbrochen irgendwelche Weisheiten verzapfen, die niemand braucht, die auch nicht in Zusammenhang mit irgendwas sind. Das ist, muss man gelassen hinnehmen, so wichtig ist das alles nicht. Der objektive Richter ist eigentlich die Zeit. Das heißt, man weiß es erst im Nachhinein? Ja, mit Sicherheit im Nachhinein. Ja. Manche wissen das auch schon zu Lebzeiten, aber für die Allgemeinheit wird es immer klar und sichtbar nach 100 Jahren.